So ihr Lieben, so wie gestern zeige ich euch heute mein NKD-Shopping-Ausbeute. Meine NKD-Shopping-Ausbeute. Ein bisschen was halt gefunden. Guck mal. Das Gute war, auf reduziertet mit dem roten Etikett, ihr habt es nochmal 50% Rabatt. Ja. Erstmal habe ich mir ein schönes Sport-T-Shirt geholt. Passend. Ja. 7,99 Euro. Ist schnell mit der Hand durchgedrückt, trocknet ganz schnell. Super. Und dann habe ich mir ein normales T-Shirt geholt. 7,99 und davon dann nochmal die Hälfte. Wie gesagt, da ja auf alles mit roten Etikett nochmal 50% Rabatt hier habe. Mit einem etwas längeren Arm. Das fand ich auch tuffig. Ja, nach Größen halt kaum gekickt. Also, wie gesagt, ich dachte für den Preis und wenn ich finde sich immer jemand, das hat 5,99 gekostet, das Oberteil. Also, ich meine, ich habe es nie anprobiert im Laden. Bei 45 Minuten, die du hast zum Shoppen. Na, Cookie. Guck mal. Schön zu einem Rock, zeigt euch nachher mal. Ich habe über Winterteig einen super schönen Jeansrock geschossen. Zeig euch. Guck mal. Habe ich vorhin schon anprobiert. Finde der Liebste total schick. Mit Applikation und unten mit Spitze. Und dazu der Teller Oberteil. Das wird was hermachen. Und dann halt mir ein Blüschen. Passt auch zu dem Rock. Für 6,99 Euro. Ich mag die NKD-Produkte. Die haben eine super Qualität. Auch als ich noch 40 Kilo mehr hatte, habe ich mir immer meine Legends da geholt. Oder Leggings, könnt ihr aussprechen, wer wollt. Die haben sich eine Biene auch nicht durchgelaufen. Jeder, der dicke Schenkel hat, so wie ich, der weiß, wie das ist. Dass er da dieses Peeling kriegt. Nee, also die konntest du tragen, wirklich bis zum Umfallen. Die liebe ich. Also die Qualität, ich habe auch kaum bisher andere Qualität, bessere Qualität gefunden, muss ich sagen. Ich glaube, das hat mir zu groß gekauft. Das sehe ich jetzt schon. Ja. Das kommt davon, wenn man das einfach so drin packt, wa? Das ist eine Größe L. Obwohl. Wartet, wir kicken mal. Das sah bloß so groß aus. Das passt. Passt, wackelt und hat Luft. Einwandfrei. Kickt mal. Sportshirt halt auch gleich nochmal überprobiert. Einwandfrei. Ich muss ja jetzt immer auf meinem Gymnastikball Übungen machen. Das Shirt wieder übergezogen. Weiter kann ich hin. So, dann habe ich mir passend zu diesem Shirt, leider war das hier nicht mit Rose abgesetzt, aber ist auch real, habe ich mir eine Sportbuchse gekauft. Eine Größe M. Warte, ich probiere an, zeige euch gleich. Raus aus der Buchse. Zum Glück ist die Kamera nicht tiefer. Hoch, hoch. Kicken wir mal. Krimpasse. Oder auch nicht. Im Übrigen die Sportbuchse war auch mit einem roten Etikett. Hat vorher 5,99 gekostet, also knapp 6 Euro. Nicht ganz 3 Euro halt dafür bezahlt. Hm. Passt. Passt. Ja. Geh ein Stück zurück, vielleicht seht ihr das. Mal frei. Seht ihr? Die M hat gereicht. Hm. Ja, natürlich Socken, wa? Socken brauche ich immer. Dreierpack, 3,99. Ja, auch das braucht die Frau. Nein, ich habe kein Papa-Schlumpfbart. Aber die Beine und so.
Wollen rasiert werden. 2,99. Mit Aloe Vera. 25 Stück. Davon halt gleich zwei eingepackt. Das sind ja hier diese Basic Shirts. Da hat eins 1,99 gekostet, rotes Etikett. Also könnt ihr dann einen knappen Euro bloß noch für ein Shirt. Wie gesagt, so wie ich mir das beplottet habe, so kann ich mir auch das hier, kann ich mir auch die beplotten. Schönes Material, super für den Sommer. Dachte, nimmst du mit. Für den Preis. Genau, hier hängt nochmal das gleiche. Ja. Dann. Das hat auch 1,99 gekostet, also einen knappen Euro. Ja, das hat mir im Kaufrausch leider eine Größe S reingepackt. Na gut, bis Größe S weg, wo nur ein bisschen brauchen, wa? Aber ich probiere es für euch über. Hm. Vielleicht kriege ich bloß bis auf den Kopf. Ich glaube nicht, die Größe S passt. Da ist es. Ein süßes Blüschen. Ich wollte ja so ein bisschen vorausschauend, weil ich dachte, vielleicht nimmst du ja noch 2,5 Gramm ab. Einwandfrei. Liebster, mir passt die Größe S. Ich will Belohnung. So, schnell wieder angezogen. Was haben wir denn noch hier? Ach ja. Ich bin ja so ein absoluter Legends-Fan, Leggings-Fan. Weil, wie gesagt, ich trage die einfach hier, ne? Die hat ihn Euro neu gekostet. Auch in der Größe S mir gekauft. Da ist er. Ja. Ich trage die hier draußen, ich trage die zum Sport, ich trage die überall. Ich liebe das. Und da habe ich mir dann nochmal eine. Genau, die hatte 5,99 gekostet. Also knappe 3 Euro noch. In so einer dunklen Farbe nochmal. Und die sind wirklich, die sind unverwüstlich. Das Material ist total geil von NKD. Also, gibt es nicht. Ah, hier ist noch ein Oberteilchen. Das Oberteilchen hat auch bloß nur 1 Euro gekostet. Ja. Ein einfach schwarzes Oberteilchen. Kannst du zu allem anziehen, finde ich. Ja. Dann habe ich mir noch ein Tuch geholt. Warte, die auch ohne Haare und alles machen kannst. Für 1,99. Natürlich in meiner Farbe. Dann habe ich mir nochmal so einen kleinen Osteranhänger geholt. Der hat bloß noch 49 Cent gekostet, anstatt 2,49 Euro. Ja. Und dann gab es für mich nochmal ein paar Haarspangen. Und das war meine Ausbeute. So, jetzt weg mal kicken. Ich zeige euch auch gleich, wie mein Jeansrock aussieht mit dem Oberteil. So, hier ist es, mein helles Oberteilchen. Könnt ihr das sehen? Noch weiter kein Kopf zurückgehen. Mit dem schönen Jeansrock. So, habt eine schöne Woche. Ich hoffe, bei euch stürmt und windet und regnet es nie so doll. Und viel Spaß weiterhin beim Abnehmen. Wir schaffen das.